Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rising World 0.5.2. Und ja, heute wieder mit Hallo. Dabei, genau, der Pox, der hat jetzt schon Hallo gesagt, der Henki hat schon gedacht. Und der allseits beliebte und immer gut gelaunte Sanrillas. Bahabu! Und die Region wurde ja jetzt umbenannt. Ganz klein wenig. Ja, da hat mich Dro vor der Aufnahme nochmal kurz dazu gezwungen. Genau, wir wurden nämlich in unserem Video darauf angesprochen, ach, ihr könntet doch mal die Region Transen City umbenennen in Let's Play City. Fand ich eigentlich gar keine schlechte Idee und das haben wir natürlich dann auch umgesetzt. Ja, ich habe wohl auch mal einen Kommentar bekommen auf mein Rising World. Ui. Wegen Programmierern? Nee. Eine Frage für den nächsten Quiz Friday. Oh. Müsste ich ja glatt mal gucken, dann weiß ich die Antwort schon. Du darfst das nicht. Warum darf man es nicht? Man darf es doch. Und Henki dürfen das nicht, weil ich soll ja euch die Frage stellen. Ach. Aber trotzdem. Ja, dann kennt ihr sie ja schon. Das ist ja langweilig. Ja, das ist doch lustig. Nee, es ist nicht. Weil wenn du das machst und ich krieg das raus, ne, dann suche ich mir eine Frage aus, die du eh nicht beantworten kannst. Wobei, da brauche ich ja noch nicht mal viel suchen. Ich wollte gerade sagen, naja, mach einfach ein bisschen Allgemeinwissen. Ihr müsst euch sowieso ein bisschen absprechen jetzt, ne, ihr beiden. Wieso? Ja, wer als nächstes von euch die Fragen beantwortet? Das muss doch keiner. Da werden Tro und ich uns sicherlich im Endeffekt nachher einig drüber werden, wenn das sein muss. Aber solange immer jemand von euch beiden die Fragen Das stimmt, ich habe absichtlich vergessen. Ich wollte mich der Herausforderung stellen. Nee, stopp, es gibt ja gar keine. Das war ja eigentlich nur als Strafe, weil es dient ja nur als Strafe, wenn gar keiner was macht. Das heißt ja nicht, dass es immer eine Strafe geben muss. Wollte mich trotzdem der Herausforderung stellen. So, Leute, jetzt möchte ich ganz kurz euch mal hier was zeigen, was der Pox und ich schon mal so ein bisschen vorbereitet haben, nämlich unser Bürogebäude. Hier Drucker. Ja? Und bei diesem Bürogebäude kam uns jetzt eine ganz tolle Idee. Wir wissen zwar noch nicht hundertprozentig, wie wir das umsetzen wollen, aber es soll jetzt so sein, für jeden Patch, ja, wohlgemerkt Patch, nicht Hotfix oder so, für jeden Patch mit neuem Inhalt ist eine Etage. Das heißt also, wir fangen hier unten an mit 0.5, wo wir dann ein paar Items aus 0.5 reinpacken und das ist wahrscheinlich dann auch in 0.51, ja. Und dann hier ist dann 0.52. Und die Vorbereitung für 0.53 haben wir jetzt auch schon bald abgeschlossen. Ja. Das heißt also, hier haben wir doch schon einiges, was wir jetzt euch dann demnächst mal wieder zeigen können. Und brauchen wir jetzt dann noch ein Stockwerk oder war es das dann vorerst mal? Das war es dann erstmal vor, ne? Vorerst erstmal. Ne? So, und ich habe noch ein Thema mitgebracht. Und zwar, die meisten wissen ja, dass ich ja ein Star Wars Fan bin. Und aber mir geht es eigentlich jetzt nicht um Star Wars selber direkt, ne? Mir geht es um eine gewisse Aussage von dem Regisseur, ja? Nämlich der Regisseur hat das Problem durch diese ganzen Leaks, die es gibt. Also man weiß jetzt schon einiges über die Story. Ich werde jetzt auch dazu jetzt hier nicht spoilern oder so, ne? Und der, das Böse wird gewinnen. Cool. Genau, und Luke Skywalker wird sterben. So. Was? Cool. Nein, war jetzt gelogen. Also ich werde jetzt auch nicht dazu spoilern, weil es sind halt nur Gerüchte. Wäre aber doch mal ein schöner Plot gewesen. Ja, Han Solo soll aber sterben. Also Harrison Ford. Das ist schon klar. Das ist aber ein Wunsch von Harrison Ford selber, ob er jetzt umgesetzt wird oder nicht. Das ist bisher noch nicht bekannt. So, gut. Also kommen wir mal... Hey JJ, ich möchte sterben. Kannst du da mal reinlegen? Also es ist jetzt wie folgt, und zwar der J.J. Abrams hat halt wegen den Leaks diverse Bedenken, dass die Leute dann sich nicht mehr den Film angucken, was ja auch berechtigt ist, ja, weil einige wollen ja nur die Story wissen, wie es weitergeht, ohne sich den Film anzugucken, wobei die Leute, die sich um die Story kümmern oder sich dafür interessieren, gucken sich den Film, denke ich mal, trotzdem an, um auch ja noch ein paar kleine Plots zu finden, die irgendwo nicht hinpassen. So, jetzt möchte er halt aus diesem Grund den Film von Dezember vorverlegen in den Sommer. Aber ist das wirklich ratsam, ja? Nein. Weil meistens braucht man ja auch noch eine gewisse Zeit für die Pre-Production und so weiter, für die ganzen Schneiderarbeiten. Und rein theoretisch würde. Ja, Post-Production, ja, Entschuldigung.
Rein theoretisch sind sie fertig. Ja. Aber das ist doch besser. Wenn sie es vorverlegen. Ja, so können die einen Hype raushauen, wenn die das dann vorverlegen und dann sagen, jo, wir bringen es doch nicht da, sondern spät. Nein, pass auf. Genau, damit vergraulst du mehr Kunden, als du erreichst. Ich hab da zwei ganz, ganz große Dinger damit. Im Sommer gibt's immer das Sommerloch, da möchte keiner ins Kino. Das ist Punkt Nummer 1. Mhm. Deswegen bringt man Filme, kommen gute Filme meistens auch im Herbst, Dezember, November, sowas raus. Okay, aber es kommt ja Jurassic World im Sommer und genauso Mission Impossible. Ja, das sind zwei Filme, die sowieso kein Mensch sehen will, oder? Das ist falsch. Danke, Bob, du sprichst mir aus der Seele. Frage ist, wann ist man letztes Mal im Kino gewesen? Mission Impossible, also ich war vor 2 Wochen im Kino, wenn es jemand interessiert. Was? Okay, vielleicht beim letzten Harry Potter Teil. Auf der anderen Seite habe ich jetzt den Faden verloren. Schweine! Ich muss es doch so machen. Sommerloch? Sommerloch, du Nase. Ja, nein, da, ich wollte nach dem Sommerloch noch was anderes einfügen. Thunfisch. Thunfisch? Ei. Jedenfalls macht das Sinn, also für Pox macht das keinen Sinn. Ich muss auch sagen, also ich könnte jetzt ehrlich gesagt noch bis Dezember warten, sofern dann sogar noch die Qualität dadurch gesteigert werden kann, ne? Das ist halt so das Nächste, was mir so ein bisschen Gedanken macht. Kann man damit nicht auch die Qualität steigern? Wer von euch beiden Stuckis oder von euch drei Stuckis sondert hier ein ganz tiefes Basssignal ab? Oder kommt das vielleicht von draußen rein? Also, bis auf ich spreche, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Vollidiot, der vor meiner Haustür rumfährt. Okay! Gut. Gut ist es. Nee, also, jedenfalls, also ich freue mich tierisch auf den Film und würde jetzt nicht sagen, so von wegen, ey, komm, hau den früher raus, ja? Weil, ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich wieder sagen will. Okay. richtige Star Wars-Fans, also die wirklich das sehen wollen, die gucken es auch an, wenn sie 1 Million Leaks gelesen haben, wenn sie es überhaupt lesen. Jo. So. Das war meine Mann. Also das sehe ich allerdings ähnlich, weil natürlich, ich weiß auch, dass es auf vielen Seiten jetzt mittlerweile schon Informationen dazu gibt, aber ich halte mich da sehr gut von fern, weil, als Freund des Franchises muss man da schon so ein bisschen aufpassen, was man tut. Also ich, ganz im Ernst, ich halte mich nicht davon fern, ich finde diese Leaks interessant, ja. Mir geht es aber eigentlich darum, wirklich um die Story und wie wird das dann im Nachhinein umgesetzt, weil die Umsetzung, die finde ich ja interessant. Ja, das ist ja eine Sache zu sagen, hier so und so, dass dann das passiert, ja. Aber wie es dann im Film ist, ja, weil ein Drehbuch, jo, schön. Und dass die Leute das vielleicht von irgendwelchen Bildern sehen oder so, auch in Ordnung. Aber wie es im Endeffekt aussieht, das ist es doch, was es ausmacht. Wird die Magie wieder eingefangen? Die Magie, die damals Ursprung war, oder nicht? Also, ja, ich muss aber dann halt einfach sagen, dass ich viel für mich die Geschichte interessanter wird, wenn ich sie nicht kenne, als dass ich weiß, das könnte jetzt das sein, was da stand, und dann könnte das jetzt so und so weiterlaufen. Das zieht für mich so ein bisschen den typischen Star Wars Humor im Endeffekt nachher raus. So von wegen, du weißt, wie es laufen müsste, und es läuft trotzdem alles schief. Also ich kann beide Seiten verstehen, ne? Klar, er möchte die Leaks verhindern, aber heutzutage noch Leaks zu verhindern, also das ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Seiten von WikiLeaks? Nein, aber guck mal, wenn die NSA alles immer veröffentlicht war, ist das natürlich ärgerlich, ne? Ja, auch ein J.J. Abrahams ist vor der NSA nicht gefeit, ne? Ja. Ja, aber liebe Zuschauer, was haltet ihr denn davon? Seid ihr der Meinung, man sollte mal einen Film ruhig, wenn man ihn fertig hat, früher rausbringen oder dann doch eher sagen, ey, lass den Wein reifen, lass die Leute bibbern und zittern und dann wird dann der Effekt umso besser? Lasst euch mehr Zeit in der Post-Production vor allem. Oh, und denkt immer daran, Wein muss atmen. Was? Du musst auch atmen? Ja, der Wein aber auch. Du wirst auch nicht besser dadurch. Das weißt du ja nicht. Ich meine nur, als er noch ein kleines Kind war, ein kleines Baby, ja, hat er auch angefangen zu atmen. Würde er nicht atmen, würde er heute nicht neben uns sitzen oder beziehungsweise neben uns mit uns hier im TS sitzen und uns unterstützen in unseren Let's Plays. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Also, ne, irgendwann ist natürlich das Atmen dann mal zu Ende, ja, und dann war es das mit dem Atmen, aber man wird ja mit jedem Atemzug so gesehen älter. Wenn man es mal so nimmt. Jetzt bin ich froh, dass mein letzter Atemzug wahrscheinlich nach euren kommt.
Jungspund. Echt, immer diese Junghüpfer. So. Ja, wenigstens stehe ich nicht schon mit einem Bein im Grab. Ey. So viele Jahre sind das jetzt auch nicht, ja? Jetzt pass mal auf, hier. Ja. Komm. Außerdem kommen wir nochmal auf die Sache mit den Programmierern zurück und Gothic und so weiter. Hey, nicht so, im Grab stehen, das kommt. Ich habe mich übrigens jetzt für schwarze Fenster entschieden. Entschuldigung, dass ich. Für schwarze Fenster, okay, gut. Diesen dunklen Holz. Für schwarze Fenster. Ich habe die Ruine fast abgerissen. Wo wir wieder beim Thema Gothic wären. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Ruine er meint. Ja, die da hinten, da. Die Ruinen von Perinor. Achso, du meinst da, wo die anderen Leute. Hell. Ich sehe jetzt gerade. Kannst du uns mal vorwarnen, bitte? Nö. Doch, Warnung. Achtung, ich mach Licht an. Ja, genau. Licht kommt. So. Ja, das gehörte vielleicht irgendjemandem, aber egal. Nee, da wurde ewig nichts mehr dran gemacht und es sieht seit Tagen kaputt aus. Jetzt kann ich es auch ganz abreißen. Ja, ist ja kein Problem. Genau. Sonst sollen sie sich bei mir beschweren, kriegen sie ein bisschen Holz umsonst. Ansonsten, liebe Leute, wenn ihr heute Abend oder im Laufe des Tages, ja, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau die Zeit, aber heute im Laufe des Tages soll das Update 0.5.3 erscheinen. Das ist doch nicht spoilern, das gibt wieder Ärger vom Entwickler. Ach, das gibt keinen Ärger. Das ist jetzt wirklich zeitnah. Das gibt zeitnah. Keinen Entwickler vom Ärger. Ja, ist gut so. Es gibt keinen Ärger. So. Pox? Achso. Ja. Hast du es schon bemerkt, ja? Hab ich bemerkt. Ich wollte da eine Doppelverglasung drin haben. Das, man muss ja bei so neuen Gebäuden immer über die Wärmedämmung nachdenken. Achso. Deswegen dachte ich mir... Doppelverglasung macht damit einen Doppelrahmen, ne? Ja, klar. So wie man es früher auch gemacht hat. So. Ach verdammt, ich hab's schon wieder getan. Was, dass du mal gedacht hast? Oh verdammt, stimmt. Ja, ansonsten, nicht so gut. Neue Woche, neues Glück. Dann kommen wir noch zu einem Thema. Bei mir beginnt jetzt auch gerade genau wegen Star Wars demnächst dann das Spiel Dark Forces. Ja, ich möchte die Dark Forces-Reihe spielen. Und mal gucken, wie ich das Ganze verpacken werde. Auch dadurch, dass ich halt ein riesengroßer Star Wars-Fan bin, kann ich da natürlich auch mit ein bisschen Hintergrundwissen kommen. Und ich hätte das natürlich gerne mit Sanrillas zusammengespielt, wenn es dann Koop geben würde, weil er wollte das auch machen. Aber ja, ich habe schneller das angekündigt. Forces, ja, klar. Der eine spielt Kalt Katan und der andere spielt die andere Dame. Und du hättest dann die Dame gespielt. Ja, ja. wie lange hast du in Dark Forces reingeguckt? Ich habe Dark Forces damals einmal komplett durchgespielt. Als es erschienen war. Als ich da reingeguckt habe, konnte ich ja noch nicht mal mehr einen Charakter auswählen. Was habe ich da wohl falsch im Kopf? Nein, es geht nicht um Charakter auswählen. Es geht um die Story. Es geht um die reine Story, weil bei Jedi Knight und beziehungsweise Jedi Knight Mysteries of the Sith spielt es ja dann auch dieses Mädel dann. Ja, aber ja, sagen wir mal so, ich wenn ich überhaupt Star Wars spiele, dann wird es wahrscheinlich nur Knight of the Old Republic sein. Ja, das ist wieder etwas, wo ich dann sage, ich hab's klar, ich hab's gerne gespielt, ich hab's auch und so weiter. Ich muss auch sagen, es ist ein geiles Spiel. Aber im Endeffekt würde ich da jetzt kein großes Let's Play draus machen, weil ich halt diese Final Fantasy Mechaniken kämpfen, gut. Jetzt verteidigen. Was ich, und, aber sagen muss, persönlich, aber da bin ich froh, dass jemand noch Final Fantasy oder die Mechanik davon nicht gefällt. Der Film außerdem ist, ja cool. Ist die Mechanik auch gar nicht so Final Fantasy-like, wie du sie wahrscheinlich noch im Kopf hast. Ja, sie ist nicht ganz so Final Fantasy-like, das ist richtig, aber trotzdem ist es halt dieses, ich drücke auf Kämpfen, also auf Angreifen, dann fängt er an mit Kämpfen und so weiter. Es ist dann so, ja, ne? Natürlich, ja, das ist schon. Nicht jetzt so hundertprozentig Final Fantasy, weil man selber ja dann auch noch ausweichen kann, teilweise, aber. Was ich aber persönlich einfach sagen muss, ist, wenn man sich Knight of the Old Republic 1 und 2 anguckt und danach so Spiele spielt wie Dragon Age oder Mass Effect, dann sieht man schon gut, was BioWare da übernommen hat. Mhm. Gut. Liebe Leute, ihr werdet ganz kurz bei mir ein Standbild sehen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss meinen Kater töten, der hat gerade eben eine Vase runtergeworfen. Kleiner Augenblick. Yay! Und Foxy, läuft's bei dir so? Irgendjemand hat doch was zerstört. Was soll bei mir laufen, ha? Keine Ahnung. Wow. Verdammt. Dein Landwirtschaftssimulator zum Beispiel. Nein, der läuft nicht. Der Gefährt. Wird das jetzt ein Seilbahnsimulator? Ja. Das ist ein Seilbahnsimulator. Ah, ihr habt mir. Ich bin wieder zum Fenster rausgefallen. Verdammt.
wir haben ja die Strafe von gestern, ne? Und ja. Da hat mir der Dro ein tolles Spiel rausgesucht, und zwar den Seilbahnsimulator. Nachdem Life is Strange sowieso vorbei ist jetzt. Das war die erste Episode. Also leider. Ja klar, erste Episode. Werde ich jetzt dann damit weitermachen. Ich der eine oder andere nicht, wird sich freuen. Ich hätte nicht gedacht, dass erstens Life is Strange so schnell, also die erste Episode so schnell durch ist. Ich gucke ja fleißig mit bei dir. Ja. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass bei dem Mims Beginning mir gesagt wird, das hätte 20 bis 40 Stunden Spielzeit und ich bin jetzt bei nicht 30 Folgen und fertig. Bist auch schon fertig quasi. Ja, also ich habe heute die letzte Mission gespielt und die hat mich fast 2 Stunden gekostet. Okay. Weil halt ein gewisses Artefakt musst du raussuchen und dir wird nicht gesagt, wo es ist. Und da musste ich mich doch ernsthaft im Steam-Forum spoilern lassen, weil ich dann eine Dreiviertelstunde rumgesucht habe, ohne etwas zu finden. Cool. Tja, liebe Leute, der Sunny hat halt keine Ahnung, ne? Der weiß halt nicht, wie das Spiel funktioniert, ne? Darum, also. Ja, Und der Henki, was kommt beim Henki? Was kommt beim Henki als nächstes? Da kommt noch Kaizo Mario. Ja, darauf warten wir ja. Bin ich ja mal neugierig, wie das wird. Und als nächstes? Keine Ahnung. Gut. Vielleicht GTA 5. Okay, gut. Haben ja zwar schon viele. Weiß ich noch nicht. Haben ja schon viele gespielt, also ob man das dann nochmal spielen sollte, sei mal dahingestellt. Ja, auf dem PC kann man es schon einmal durchspielen. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich es nicht mache, weil es ist ja im Prinzip eine Simulation, ne? Sag mal so, ich könnte es ja aufnehmen, aber. So, ansonsten, liebe Leute, wir sind leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das heißt. Noch nicht. Doch, wir sind am Ende, doch. Ja, doch. Leider ja. Lustro, Sing Ping Tante. Wo, jetzt, nein, wo wir gerade bei der Uhr nicht. Sind. Nein. Ach, Pink Panther. Nee. Du weißt, was gemeint ist. Ach, da oben fehlt ja die Treppe noch. Was ist die? Also, du dann genau verabschiedet das euch. Gut. Ich mich vorhin beschwert habe, oder? So, dann möchte ich mich jetzt verabschieden und sage dann in dem Augenblick bis morgen. Und ja, denkt an das Update und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen feurigen Tag. Tschüss.